Ja, da bin ich wieder. Lange Rede, kurze Sinn. Ich wollte ein Reaktionsvideo machen, ich mach's aber nicht. Der Bericht, aber habe ich durchgeschaut und super einseitig. Ich wollte auch die Punkte erwähnen, aber ich habe euch einen Daumen gegeben, weil ich es lustig fand, okay? Oh Mann, was soll ich dazu sagen? Aus jüdischer Sicht und aus Sicht eines Flüchtlings, also jemand, der in Polen geboren ist und dann nach Polen migriert ist, nach Deutschland migriert ist, von Polen nach Deutschland, kann ich nur sagen, ihr habt mich zum Lachen gebracht, liebes CDF. Ich wollte so viele Punkte erwähnen und am Ende ist dann 2-Stunden-Video rausgekommen. Ich habe mein Video nochmal gekürzt, aber es hat nicht geklappt. Es war einfach... Das Video war einfach zu lustig von euch. Oh Mann. Oh, ich habe Schnupfen sogar bekommen, wie bei euch. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Liebes ZDF, tut mir einfach einen Gefallen, stellt mich ein. Okay, stellt mich bitte ein, dann werde ich statt ein kleiner YouTuber ein riesengroßer YouTuber. Für alle, die hierher gekommen sind von ZDF, auf mein Feedback-Video zu beben, abonniert meinen Kanal, macht mich super groß. Am besten, dass ich eine Billion habe. Dann werdet ihr die geilsten Berichte der Welt bekommen und nie mehr designseitig. Ne? Und aus jüdischer Sicht. Und aus jüdischer Sicht Super Edition und zusätzlich polnischer Sicht noch dazu. Ne? Aus jüdisch-polnischer Sicht. Es ist wie gesagt, Xavier Naidoo ist nicht Antisemit. Okay? Für alle wegen Fragen hier. Xavier, du kriegst einen Segen von mir. Super Edition. Und ey, ich bin eine Telekom-Gruppe, aber ich sag nicht wo und unter welchem Namen. Und das schon seit Anbeginn der Zeit, lieber Xavier. Und unter den Reichsbürgern bin ich auch. Alle die Reichsbürger wissen nicht, wie ich heiße. Trillion von Jahren. Ich habe, kennt ihr, liebes CDF Matrix, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Super Edition! Show me! Ich bin super, alles aufgesaugt, alles lebt, Trillionen Stunden verbracht in Zeit angehalten extra. Time! Oh Gott. Oh, ja. Oh, Herr Chef. Hilf mir! Also, liebes ZDF und liebe Zuschauer und Zuschauer, Xavier Naidoo ist nicht rechts. So was, was man mit Xavier Naidoo gemacht hat, hätte man nicht machen sollen. Was ProSieben gemacht hat, war unnötig. Die ganzen Interviews auch mit Smudo, oder Smudo, nicht Smudo, unnötig. Die Solidaritätsbekennung, ach Gott, meine Güte. Die Reichsbürger, die brauchen einfach Knuddeleinheiten, okay? Die müssen geknuddelt werden und dann wissen sie, dass wir Juden nicht die Bösen sind. Oh Mann. Oh Mann. Eine Großmutter lebt leider nicht mehr. Uns hätte sie sich an Arsch abgelacht. Aber sie ist gestorben. Der Ewige. Hab sie selig. So ist das Leben. Aber ja, Reichsbürger, NPD. Gut, dass mit der Asyl, dass die Asyl angegriffen worden ist, das hätte echt nicht passieren sollen. Das ist. National, NPD, National, Partei Deutschlands? Ich weiß nicht, ich muss nachdenken, nicht, dass ich was falsch, ich weiß nicht, ich hoffe, es ist richtig, das ist so richtig gedeutet, aber ich habe mir sogar das deren Programm durchgelesen, also, die NPD, ach ja. Leute, ihr müsst, liebes ZDF, mich einstellen, okay, und alle Zuschauer und Zuschauerinnen, bitte sorgt dafür, dass ich einen Job bei ZDF bekomme, damit ihr nie wieder einseitig werdet. Ihr werdet die geilste Sendung mit mir haben. Best of ever. Es wird Super Edition und ZDF wird besser wie ARD. Das verspreche ich euch, liebes ZDF, ich verspreche euch hier. Die Sendung wird auf einmal statt 5 Millionen Zuschauer werden 100 Milliarden, Trillionen Zuschauer euch anschauen. Durch mich, wegen mir. Ich bin Unikat, Super Edition und immer eins mehr. Ne? Gesandte vom ewigen Selbst, der Diener vom ewigen, ich bin der kleinste Diener, Motherfucker, der kleinste Nobody-Diener. Aber sehr, sehr, sehr viel Licht. Okay, also bitte macht in Zukunft mit mir die Sachen. Ne? Eure Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen könnt ihr knicken. Ich bin richtig hardcore.
Und ihr werdet CDF ja auch schon bekommen und alles wird zum Guten sich wenden. Selbst die MPD wird auf einmal, alle MPDler mit mir, verspreche ich euch, werden alle Menschen, die die MPD gewählt haben, werden auf einmal die Grünen wählen. Oder die SPD, die werden alle glücklich und Babykinder. Durch mich. Solche Macht habe ich. Diese Macht habe ich wirklich. Ich muss es wissen, ich habe mit diesen Leuten zu tun gehabt. Und bei mir waren es alle Babys. Das tut mir den Gefallen. Und mehr kann ich hier auch nicht sagen. Ich wollte darauf reagieren, liebes CDF-Team, liebe Zuschauer und Zuschauer. Aber es ist einfach lächerlich und schade. Es ist wichtig, dass man weiß, er ist nicht Nazi. Segen von mir, Super Edition. Er ist nicht Antisemit. Segen von mir nochmal. Und er ist kein Reichsbürger und sonstiges. Und dass er am Ende sich entschuldigt, den Schwanz einzieht, das wusste ich, denn das war alles geplant von Xavier. Leute, ihr wisst gar nicht, wie Xavier tickt. Ich weiß es, ich kenne intern Leute. Ich weiß, wie der Typ tickt. Und er ist einfach ein Schmetterling. Und er hat von Anfang an geplant, eine Karriere in jedem Segment zu starten. Xavier Naidoo sagt selber, in seinen Büchern, in seinen Reden, bevor er überhaupt berühmt wurde, war er immer ein Typ, der gesagt hat, ich will einfach wissen, wie es da drüben ist. Und ich will wissen, wie es da ist. Und er ist nicht so wie ich, hardcore, ne? Ich bin wirklich, ich stehe zu dem, was ich bin. Ich bin Super Edition, ne, Super Edition, riesen Stein oder Felsbrocken, whatever. Oder nein, ein Berg eigentlich. Ne? Aber ich, Super und Everest, aber er ist es nicht. Er ist ein Mensch, der einfach mal wissen wollte, wie es bei den Reichsbürgern ist. Der ist zu den Leuten gegangen, hat sich selbst ein Urteil gemacht, hat eine Gruppe aufgemacht und ist halt vieles ist nicht so gelungen. Hat irgendwann kein Geld mehr verdient und irgendwann hat er sich entschuldigt, weil er braucht wieder Kohle und muss auftreten. That's the life. Er hat das gemacht, was er gemacht hat. Ich habe mir schon gedacht, ja, und deswegen habe ich seine Telegram-Gruppe beigetreten, nicht ernst genommen. Ich sage auch meinen Usernamen nicht, auch bei den Reichsbürgern nicht. Aber ich bin überall drin. Schauen wir das mal an, ich gerne beobachte. Und deswegen habt ihr das nicht erlebt. Auch diesen, der das bei Reichsbürgern verdeckt war. Leute, don't do it, kommt mir mit sowas nicht. Wie lang war der überhaupt bei Reichsbürgern, bis er aufgeflogen ist, und selbst er kann das nicht alles. Er kann nur aus seiner subjektiven Sicht mitteilen. Ne? Ich habe viele Leute getroffen, liebes ZDF-Team, habe ich noch ein bisschen Zeit, ich muss noch meine Zeit haben, ich will das Video echt nicht in die Länge ziehen, ja, ein bisschen noch ein paar Minuten noch. Also ich habe viele Leute getroffen, viele Leute, die antisemitisch sind, viele Leute, die mir vorwerfen, dass wir Juden immer in die Opferrolle gehen, was nicht stimmt, aber naja. Und viele Leute, die gesagt haben, sie haben nichts gegen mich, aber in Wirklichkeit im hinterm Rücken du scheiß Jud zu mir gesagt haben oder halt eben scheiß Polackenschweinchen oder scheiß KZ und etc. Das ist für mich in Ordnung. Das ist für mich in Ordnung, weil ich sage, der Mensch braucht das einfach. Der braucht diesen Krieg. Und der Mensch ist einfach so psychologisch gesehen, dass er manchmal es braucht. Okay? Solange er mich nicht umbringt, eine Waffe am Kopf hält, ne, an der Schwefel des Kopfes, also dann ist das für mich in Ordnung. Ne? Demokratie heißt Artikel 5, GG, muss man aushalten können, auch Hardcore-Wahrheit. Und ich finde, es ist gut, dass es Rapper gibt, Hardcore-Wörter gibt, weil früher hatte man dadurch, es ist eigentlich früher Rap in Amerika entstanden, vorher haben sich die Banden immer umgebracht. Irgendwann kam jemand drauf, mehr machen wir Rap-Battles, statt uns gegenseitig umzubringen. Und dafür verwenden wir die Hardcore-Sprache. Daher ist das, wie es ist. Dass man gegen uns Juden was sagt in der Telegram-Gruppe, dass man halt auch gegen uns was sagt, Bilder postet mit Nasenrose oder halt Dumbo-Ohren oder was auch immer. Ich find's lustig. I don't care. Ich sehe das wie Matrix 3, wie der Neo zu diesem Vater sagt, ich glaube von der Kamala, wie der heißt. Sie verstehen das nicht. Ich habe nur noch nie gehört, dass ein Programm von Liebe spricht. Es ist ein menschliches Gefühl. Nein, es ist ein Wort. Es kommt darauf an, was Sie mit der Bedeutung dieses Wortes verbinden. Liebe ist doch nicht möglich für ein Programm und das Programm sagt doch, es kommt davon, wie man das Wort interpretiert, was man damit anfängt.
Und ich finde, man sollte sich von Worten nicht besiegen lassen. Wenn man das tut, dann ist man ein Schwächling und dann ist man selber schuld. Man muss stark sein. Das fordert uns Hashem auf, fordert uns auf in der Tora, in der Tanach, im Talmud, sagen die Rabbiner, im Midrash. Es fordert uns einfach auf, stark zu bleiben. Ja. Und wir haben gelitten, wir Juden haben, im Ägypten fängt es an. Moshe hat von uns die 10 Plagen gebracht, symbolisch gesehen hier, weil wissenschaftlich ist es wiederum eine andere Sache. Ich befasse mich mit beiden Themen. Moshe hat also sozusagen die 10 Plagen auf Ramses Pharao gebracht, der im Endeffekt sein Stiefbruder war und hat uns aus Ägypten befreit und viele Fremde sind auch mitgegangen und haben das gelobte Land getroffen und vieles hat Moshe gesagt, was wir tun sollen und was wir nicht tun sollen. Das Wichtigste ist, er hat gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, liebe auch den Fremden und akzeptiere auch den Fremden und du auch den Fremden nicht, also immer Vorurteile machen. Vorurteile sind nicht so gut. Da gibt es natürlich Yeshua Sirach, bitte nicht verwechseln, Yeshua Sirach hat nichts mit Jesus zu tun, sondern Yeshua Sirach ist ein Philosoph. Akzeptiere nicht so viele, ich finde das sehr interessant. Dann gibt es Jonah, den Propheten, David, den Propheten, dann gibt es auch Elia, Jeremia, Jesaja. Und alle reden immer davon, gottesfürchtig zu sein, aber auch natürlich den Menschen zu vergeben und nicht zu verurteilen. Ne? Weil wir sind so verschieden und was alle Menschen brauchen, ist die Knuddeleinheit. Und zum Schluss, liebes ZDF und liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, wenn Sie die Zeit haben, das ist mein letztes Feedback, um das zu untermauern, was ich vorher alles gesagt habe. Wenn Sie die Zeit haben, rufen Sie in einem Krankenhaus an, fragen Sie, ob Sie in die Kindergrippe gehen oder Babygrippe, wo die Babys sind, stationiert, unter Aufsicht von der Krankenschwesterin und helfen Sie mal der Krankenschwester, wie ich das früher gemacht habe, der schönen Gruß, falls Sie noch leben, Frau Schwester Anneliese und Schwester Karin, schönen Gruß an Sie. Und ja, helfen Sie den Schwestern, bei den Babys zu wickeln und sich zu knuddeln und zu Googie-Googi machen und dann werden Sie merken, und dann werden Sie sich die Frage stellen, stellen Sie sich, liebe Zuschauer und Zuschauer, liebes CDF-Team, stellen Sie sich dann die Frage, werden Sie da, Kopfkino bitte, da sind, jetzt sich da befinden in dieser Babygrippe, mit diesen 10 Babys, oder 20, sogar 30 oder 100, stellen Sie sich die eine Frage, wo ist das Messer von Jackie, die Puppe? Wo ist das Hitler- und Da-da-da-Symbol? Da-da-da-da, das pure Böse, wo ist das? Und wo ist Super Edition Satan pur und was ich, Lucifer oder blablabla, Sith, Palpatine, wo ist das? Und Sie werden merken, ups, das gibt's gar nicht. Die Babys sind rein im Herzen, sind unschuldig. Da ist nichts Negatives. Und weil das so ist, sage ich hiermit, danke fürs Zuschauen. Den Rest müssen Sie sich selber denken. Ich habe so einiges jetzt noch, was ich sagen wollte, aber habe ich jetzt mit Absicht weggelassen, was ich damit meine, mit der Botschaft. Schalten Sie wieder ein, wenn es lustig wird. Abonnieren Sie meinen Kanal, liken Sie meine Videos, denn es wird noch weitere geben mit Humor. Aus jüdischer Sicht natürlich, aus polnischer, jüdischer Sicht natürlich. Und ja, das war's auch von mir. Ja, mir fällt nichts mehr ein. Jo Leute, bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen, demnächst bald ein cooles Video von... Lasst euch überraschen.